Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Menschen sich verblenden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Dankeschön. Genau. Schön, dass wir jetzt zusammen feiern. Ökumenische Beatmesse hier in der Johanneskirche. Und das fühlt sich so schön an, eine recht volle Kirche mit vielen Menschen mal wieder nach gefühlten 3 Jahren zu erleben. Ich hatte jetzt schon gerade Tränen in den Augen. Das ist so schön, wieder zusammen zu feiern. Und es ist schön, dass viele von euch am Livestream mitfeiern, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Wir grüßen euch nicht nur aus der Johanneskirche, sondern wir fühlen uns gut verbunden mit euch durch Gottes guten Geist. Denn wir feiern ökumenische Beatmesse im Namen des Höchsten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz viele Anlässe gibt es, die heute zusammenfließen. Datum ist heute der 8. Mai, der Gedenktag, ja, das Kriegsende vor 77 Jahren in Europa, der Tag der Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus. Zugleich ist heute der 74. Tag des Krieges gegen die Ukraine. Und auch heute, an diesem Tag, kommen Menschen nach Deutschland und suchen Zuflucht aus der Ukraine und aus vielen anderen Ländern auch. Ja, und schließlich, nicht zu vergessen, ist heute Muttertag. Deswegen denken wir in dieser Beatmesse auch besonders an alle Mütter in der ganzen Welt. Ja, eine Beatmesse also zu Flucht und zu Frieden. Eine Beatmesse unter dem Motto mutig gehen, mutig bleiben. Mutig gehen, dass wir uns immer dann auf den Weg machen, wenn sich die Umstände verändern und wir Neues unter die Füße nehmen müssen, mutig bleiben, dass wir uns gegenseitig immer wieder Hoffnung schenken und Mut machen und uns von Gott heute Hoffnung und Mut schenken lassen. Und dazu sind heute eine Menge Menschen hier, die mit uns heute feiern, die uns Mut machen, Menschen aus der Ukraine, Menschen aus Albanien,
Dann aus Köln-Mühlheim Marianne Arndt, die uns die Predigt mitgebracht hat, Pastoralreferentin aus Köln-Mühlheim. Herzlich willkommen, schön, dass du für uns heute predigst. Und aus Mainz, wie immer heute Morgen angereist, Dominikanerpater Dieter Zilz. Und das Besondere ist heute, dass er sein goldenes Beatmessen-Jubiläum feiert. Die Jahreszahl ist unvorstellbar. Viele, die hier sind, sind damals noch nicht geboren gewesen. 1972, Düsseldorf, da war die erste Beatmesse, wo Pater Dieter mitgewirkt hat. Er hat uns das erste Gebet mitgebracht. Vertrauensvoll dürfen wir die Hände falten und beten mit Dieter. Er betet mit uns zu Gott. Ja, der Anfang damals war mit Uwe Seidel. Und dann hat sich das von seiner Tätigkeit in Düsseldorf nach Köln verlagert. Und ich bin immer mitgegangen. Und ein Text von ihm ist auch im Eingangsgebet. In deinem Namen sind wir zusammengekommen, du unser Gott. Weinen und klagen, die Tränen unserer Zeit, unsere Fragen bringen wir Gott zu dir. Unsere Fragen, die Nöte unserer Zeit, unser Verzagen bringen wir Gott zu dir. Unser Verzagen, das Sehnen unserer Zeit, Hoffen und Wagen bringen wir Gott zu dir. Lass in unserem Zusammensein etwas von deinem Trost aufleuchten. Lass in unserem Zusammensein einen Anfang von Antwort sichtbar werden. Lass in unserem Zusammensein unsere müden Herzen neuen Mut erfahren. Du wirst uns nicht enttäuschen. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Alle werden unter ihrem Weinstock wohnen und unter ihrem Feigenbaum. Und darum müssen Völker nie mehr Kriege führen. Es reicht für alle, welch ein Friedenstraum. Entgeflohen. Immer wieder sehe ich Bilder von Kindern, die auf der Flucht sind. Dann erinnere ich mich an den März 1961. Damals war ich 7 Jahre alt und lebte in einem Dorf bei Leipzig. Meine Eltern sagten mir, dass wir ein Konzert in Berlin besuchen würden. Davor suchten wir noch Bekannte in West-Berlin auf. Dort eröffnete mir meine Mutter, dass wir gar kein Konzert besuchen werden und auch nicht mehr zurückfahren würden. Ich war völlig konsterniert, konnte es nicht fassen und auch nicht verstehen. Nie wieder nach Hause. Freunde, Großmütter, nie wieder sehen. Hemmungslos weinte ich, konnte es tagelang einfach nicht begreifen. Meine Eltern versuchten mich zu trösten, so gut es möglich war. Es dauerte eine lange Zeit, bis der Schmerz nachließ. Dieses Ereignis hat mich mein ganzes weiteres Leben geprägt. Und alle werden unter
Reich für alle, welch ein Friedenstraum. Das Mikrofon, jetzt ist das Mikrofon an. Ich fange nochmal von vorne an. Du, mein Gott, heute feiern wir Muttertag. Ich denke an meine Mutter. Die ganzen Jahre ihres Lebens verbrachte sie mit Arbeit und Gewissenhaftigkeit. Nun ist sie alt und geht ihren Weg gebeugt von den Lasten und der Schwere ihres Herzens. In jungen Jahren musste sie ihre Heimat verlassen, neu anfangen, ohne Unterstützung der Familie, ohne zu wissen, wohin ihr Mut sie führt. Kannst du mir eine Antwort geben, mein Gott, darauf, wie sie es schaffte, ihren Weg mit Mut und Vertrauen zu gehen, ohne Sicherheiten? Und alle werden unter ihrem Weinstock wohnen und unter ihrem Feigenbaum. Und darum müssen Völker nie mehr Kriege führen. Es reicht für alle, welch ein Friedenstraum. I come from a picturesque, peaceful country, God's land. I come from Ukraine. Ich komme aus einem malerischen, friedlichen Land, Gottes Land. Ich komme aus der Ukraine. If I had introduced myself before the war, I would have said that I'm a cultural studies student from Kyiv. 73 days ago, pain was brought to every home of 40 million people living in my country. That's how witnessing full-scale war and being a refugee here in Cologne, Sülz, became a part of my biography. Wenn ich mich vor dem Krieg vorgestellt hätte, hätte ich gesagt, ich bin eine Studentin der Kulturwissenschaften aus Kiew. Aber vor 73 Tagen wurde der Schmerz in jedes Haus der 40 Millionen Einwohner gebracht, die in meinem Mutterland leben. Ich erlebte das ganze Ausmaß des Krieges und kam als Flüchtling nach Köln-Sülz. Krieg und Flucht wurden Teil meiner Biografie. Many people are wondering now how God allowed the war to happen. And I, as a witness to the situation, am questioning how people let this happen. Warfare is a consequence of hate. The lack of love for people is the lack of love for God. Viele Menschen fragen sich jetzt, wie Gott diesen Krieg zulassen konnte. Und ich, eine Augenzeugin, frage mich, wie Menschen das zulassen konnten. Krieg ist eine Folge von Hass. Der Mangel an Liebe zu den Menschen ist ein Mangel an Liebe zu Gott. Yet, even though the physical ears of millions of Ukrainians hear unquenchable sirens, detonations and screams, the voice of God is still louder. Although we see smoke, military equipment and explosions in the sky, we still raise our eyes to heaven in hope. Doch auch wenn die Ohren von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern die unauslöschbaren Lärm der Sirenen, Explosionen und Schreie hören, Gottes Stimme ist lauter. Obwohl die Augen Raketenexplosionen, Rauch und Militärmaschinen am Himmel sehen, heben wir unsere Blicke dennoch voller Hoffnung zum Himmel. Whatever man's plan, God has his plan. He says that light conquers darkness, love conquers hate, and life conquers death. Was immer die Menschen planen, Gott hat seinen eigenen Plan. Er sagt, das Licht bezwingt die Dunkelheit, Liebe bezwingt den Hass und das Leben bezwingt den Tod.
And it also means that all of us have a chance to become not just observers, but the direct participants of a new victory of love over hate. Jetzt haben wir die Chance, nicht nur Zeugen, sondern wirklich Beteiligte eines neuen Sieges der Liebe über den Hass zu sein. Our strength is in God. Unseren Mut finden wir bei Gott. Heute spricht man oft von den 3 Gs. Ich will es jetzt auch tun. Geschockt, gelähmt, gefordert. Da leben alte Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und Gewalt wieder auf in den Bildern, in den Medien. Wir sind geschockt. Da werden wir uns bewusst, dass wir im eigenen Umfeld Zeugen waren und sind von Wundern, Tragödien und Geschenken. Und wir wissen, wir sind dem nicht gerecht geworden. Was nun? Wir sind gelähmt. Und dann ist da, was wir alle nicht mehr für möglich hielten. Krieg vor unserer Haustür. Wir sind gefordert. Wir stehen vor dir. Aber wie zerrissen. Rücksichtslos Angreifende, verzweifelt Fliehende, zuversichtlich Kämpfende. Sich selbst verschenkende, Zurücksetzung ertragende, dem grauen Alltag das kleine Glück abtrotzende, verwirrt und bewundernd zuschauende, wieder alle Hoffnung hoffende, fraglos das ihnen Mögliche Wirkende. Uns alle spricht Gott an, vermittelt sich menschlich im Wort der Schrift, im 3. Buch Mose, in Mose, dem Befreier. Löst uns aus dem Schock, stellt uns auf die Füße, fördert unsere Tatkraft. Wir hören, leben auf, befreien. Wir lesen im 3. Buch Mose. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie einen Einheimischen
sollt ihr den Fremden ansehen, der bei euch lebt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn im Land Ägypten seid auch ihr Fremde gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir haben Gottes Wort gehört. Unsere Antwort ist das Glaubensbekenntnis. Dazu stehen wir auf. Und das Bekenntnis für Frieden und Gerechtigkeit steht hier in der Kirche auf dem Liedblatt. Für euch wird es im Livestream jetzt eingeblendet. Das ist entstanden 1990 auf der Weltversammlung der Christinnen und Christen in Seoul. Und wir beginnen jetzt gemeinsam zu lesen und bekennen das gesamte Bekenntnis gemeinsam. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Bringt den Durstigen Wasser. Leben ins Lot.
frierenden Brot. Gebt den Fremden Heimat, bringt das Leben ins Lot. Bringt den Durstigen Wasser, seid dem fliehenden Brot. Gebt den Fremden Heimat, bringt das Leben ins Lot. Leben ins Lot, bringt das Leben ins Lot. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich an dieser Stelle begrüße. Einen Gast mit einer besonders lauten Stimme. Ihre Stimme ist tatsächlich über hunderte von Metern zu hören. Und sie hat eine ganz klare Botschaft, eine sehr eindringliche Botschaft. Und sie ist schon vorgestern aus Köln-Korweiler zu uns gekommen und wartet seitdem in der Johanneskirche hier auf uns und auf euch am Livestream. Und es ist so schön, dass wir endlich mal eine Glocke in der sonst glockenlosen Johanneskirche haben. Die Friedensglocke aus Köln-Korweiler. Gegossen wurdest du auf dem Pariser Platz zwischen den Hochhäusern in Korweiler. Und zu deinem Guss, da brauchte man 3 Kubikmeter Erde. Und die wurde von ganz vielen Menschen zusammengetragen, eine Handvoll Erde von vielen Menschen aus ihrer Heimat. Aus über 50 Ländern wurde Erde mitgebracht oder an die katholische Pfarrgemeinde in Korweiler eingeschickt. Friedenserde, Heimaterde. Du bist gegossen in Friedenserde aus Syrien, aus Deutschland. Friedenserde aus Palästina und aus Israel. Friedenserde aus der Ukraine und aus Russland. Friedenserde aus dem Iran, aus Afghanistan, aus so vielen Ländern. Und verziert bist du oben mit 3 Worten, Pacem in Terris, Friede auf Erden. Pacem in Terris, damit begann die Enzyklika des Friedenspapstes 1962 in der Kuba-Krise. Pacem in Terris für Kuba. Bis heute so wichtig. Pacem in Terris. Und verziert bist du mit 5 kleinen Händen. Kinderhände. Kinder aus Korweiler, die ihre Wurzeln auf den 5 Kontinenten haben der Welt. Friede auf Erden allen Kindern, in Europa, aber nicht nur in Europa, auf allen Kontinenten Friede allen Kindern. Du liebe Friedensglocke, von dir können wir einiges lernen, dass wir nicht schweigen, wenn es um den Frieden geht, sondern dass wir laut werden. Das hat auch der Präsident der Ukraine gesagt, Volodymyr Zelensky, bei der Verleihung der Grammy Awards im April hat er dies hier gesagt. Was ist der größte Gegensatz zur Musik? Die Stille von zerstörten Städten und getöteten Menschen. Die Totenstille. Fülle die Stille mit deiner Musik. Fülle sie heute, um unsere Geschichte zu erzählen. Unterstützt uns auf jede erdenkliche Weise, jede Art und Weise. Nur schweigt nicht. Und dann wird der Frieden kommen.
Danke, liebe Friedensglocke, dass du dem Frieden Gehör verschaffst. Danke, dass du uns verbindest mit Menschen in allen Nationen. Danke, dass du uns mit Gott verbindest. Selig sind die Frieden stiften. Selig sind die, die barmherzig sind. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und eigentlich habe ich ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich mal so sagen. Ich bin total gerührt über das, was der Jürgen gesagt hat, die Dagmar, die Elina, was du eben gesagt hast, Dieter, was du gesagt hast. Aus zwei Dingen bin ich gerührt. Einfach der Fülle der Texte und es gibt zwei Themen, wo ich auch schon mal öffentlich werde. Einmal das Thema Flucht. Ja, Offenheit, die Menschen zu empfangen. Aber auch ein zweites Thema, nämlich die Entwicklung unserer Kirchen. Auch da bin ich öffentlich präsent und habe deutlich Position bezogen gegenüber dem Kardinal, dass wir es nicht schaffen, das, was ihr vor 50 Jahren begonnen habt, miteinander ökumenisch Brot und Wein zu teilen und zu feiern. Ich bin euch so dankbar, dass das hier möglich ist.
und lassen wir es in die Welt tragen. Seit 500 Jahren streiten wir uns und immer wieder sprechen wir davon, wir müssen versöhnen und wir schaffen es nicht. Nicht, weil wir es hier nicht schaffen, sondern weil unsere Oberen nicht über die Macht hinweggehen können des Geldes, der Gier und der Macht. Und darüber müssen wir uns hinwegsetzen. Und ich bin so berührt, dass wir es heute tun und ich ein Teil mit Ihnen, mit dir, als Pastor, als Priester in unserer Kirche, als evangelischer Pfarrer, als katholische Gemeindereferentin bin ich übrigens nur. Und mit Ihnen allen ein Teil dieser Eucharistie- und Abendmahlsgemeinschaft sein darf. Und wenn wir das in die Welt tragen würden, würde mehr Friede möglich werden. Danke, dass das hier möglich ist und dass ich heute ein Teil sein darf. Und danke, ich weiß, glaube ich, gar nicht, die meisten von Ihnen wissen gar nicht, Ende letzten Jahres fing schon die Vorbereitung für diesen Gottesdienst an. Welch eine Mühe ihr da hineinsetzt, das gehört auch mal Applaus. Ja, und in die Vorbereitung steht 12 Minuten Predigt. Das war die Vorrede, jetzt muss es losgehen, ich gucke auf die Uhr. Ja, in der Regel gibt es in der evangelischen Kirche immer 2 Predigttexte oder 2 Texte und 1 Predigttext. Aber den Predigttext sparen wir uns, weil den Text, den wir heute gehört haben, der ist so bedeutsam und so wichtig und er kommt so häufig in der Heiligen Schrift vor, weil er genau diese Wichtigkeit hat. Im Buch Levitikus, im 3. Buch Mose, im Buch der Priester, die den Regeln um den Kult, das Leben, die sozialen Bedürfnisse, die ethischen Regeln 515 vor Jesus Christus, Pi mal Daumen, schon festgelegt hat, da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn bei dir ein Fremder in deinem Land lebt, dann sollst du ihn nicht unterdrücken. Wie einen Einheimischen sollt ihr den Fremden ansehen, der bei euch lebt. Ein Satz mit gravierenden Konsequenzen, wenn wir die Heilige Schrift doch endlich mal ernst nehmen würden. Papier ist geduldig. Also in der Heiligen Schrift, in dem Neuen Testament steht es 4-mal mindestens, im Alten Testament auch 3, 4, 5-mal. Im Neuen Testament hat es Christus zusammengefasst, mit dem Gebot der Gottesliebe. Du sollst Gott lieben, achten und ehren und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Meine Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, vor allen Dingen die Mütter, haben noch gelernt, nur wenn du dich aufopferst, kannst du Gottes Liebe geben, bekommen. Nein, ich denke, es hängt damit zusammen, Gott möchte, dass ich mich selbst liebe. Aus Gott heraus, der mir als erstes die Liebe geschenkt hat, darf ich mich selbst lieben. Und aus dieser Liebe heraus erwächst ganz natürlich die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu dir, die Liebe zu mir. Und sie ist nicht aus einer Aufopferungshaltung. Und wenn sie nämlich aus dem Bewusstsein ist, du hast eben gesagt, der Höchste, aus Gott heraus, wird mir diese Liebe geschenkt.
Und sie ist in mir, wenn ich die Stelle vom Jakobsbrunnen nehme, eine nie endende Quelle in mir. Und wenn ich diese Quelle ein bisschen pflege, brauche ich überhaupt keine Angst haben, dass die leer wird. Und aus diesem Bewusstsein heraus kann ich geben und lieben. Und aus diesem Bewusstsein heraus hat Christus im Neuen Testament diese beiden Gebote zusammengefügt. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Und daraus ergibt sich, dass wir den Fremden, der zu uns kommt, wie uns selbst annehmen dürfen. Wie meinen Nächsten, der da ist, der mich braucht und der mich liebt. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes drei berührende, betroffen und betreffende Geschichten erfahren von Flucht und Vertreibung, die euch ein Leben lang prägen werden. Und Ilona hat erzählt, von nun an wird die Flucht in meiner Biografie dazugehören. Up to now, I'm a refugee. It will be one of my part of my biography. But if you try to be through with you, you will have the power to go in life with this part of biography. Wenn sie mutig ist und das wahrhaftig als ein Teil ihrer Lebensgeschichte nehmen wird, wird sie auch in dieses Leben hineingehen können. Dagmar hat von ihrer Mutter erzählt, die heute gebeugt ist und du gar nicht weißt, wie sie durchs Leben kam. Und doch kam sie durchs Leben. Eine wunderbare Tochter, wahrscheinlich sogar noch mehr Kinder, hat sie das Leben geschenkt. Meine Eltern sind auch Vertriebene aus Oberschlesien. Mein Vater hat immer gesagt, seid nur froh, dass ihr eure Mutter hattet. Ich wollte in das zerstörte Deutschland keine Kinder gebären. Aber sie wollte, habe ich gesagt, na, Gott sei Dank hat man so eine Mutter. Ja, und du Jürgen, von deiner Lebenssituation, wie es ein Kind erlebt und weint. Damals gab es nur 54 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Heute sind wir bei über 90 Millionen. Und leider Gottes werden es Tag für Tag mehr. Und sie gehen, weil sie mutig gehen, weil sie für ihr Leben gehen. Nicht, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind oder weil sie, wie nach einer Reportage in Monitor mir geschrieben wurde, die syrischen Flüchtlinge sind doch alles nur Fahnenflüchtige, sie gehören ins Gefängnis. Nein, weil sie gehen, um für ihr Leben zu kämpfen. Und weil sie gehen, um zu leben wie ich und wie ihr, wie du. Und weil sie mutig bleiben wollen. Ja. Auch in Situationen von Krieg und Hass wollen sie die Hoffnung, die Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Darum ist jeder, der geht, ganz egal, wo er herkommt, aus Bosnien, aus Serbien, aus Albanien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Iran, aus dem Jemen, aus dem Sudan, aus der Ukraine, aus Russland, aus der Türkei, ein Mensch, der mein Nächster ist, der ein Fremder ist, den ich genauso wertschätzen muss wie meinen Mann, wie meine Töchter, wie meine Mutter. Aber tun wir das? Ja. Tun wir das? Manches bleibt fraglich.
Ich könnte Ihnen jetzt vielfältige Geschichten von der Ausländerbehörde erzählen. Das ein oder andere kommt vielleicht noch. Da schüttelt jemand den Kopf. Die Eva habe ich mitgebracht. Eva, magst du nach vorne kommen? Mutig gehen, mutig bleiben. Eva habe ich heute gebeten, mich mit zu unterstützen. Eva, vielleicht magst du sagen, wer du bist und wo du herkommst. Ja, ich bin Etleva Zela, ich komme aus Albanien. Ich habe ich habe 7 Jahre hier gemacht. Ja. Vielleicht darf ich dich fragen, was gibt es, was dich hier freut, dass du in Deutschland bist und was macht dir Mut? Ja, ich bin froh hier, weil ich bin hier gekommen. Mein Grund war meine Tochter, weil sie ist krank. Seit 10 Jahren hat eine Erkrankung, Kapp-Syndrom. Sie hat immer Fieber. Gott sei Dank hier, ich habe eine Lösung gefunden für meine Tochter. Und jetzt im Moment, sie ist gut. Sie ist hierher gekommen. Albanien ist seit 2015 ein sicheres Drittland. Davor war es sogar ein Land, wo man einen Asylantrag stellen konnte. Heute ist das alles ein super Land, genauso wie Afghanistan übrigens immer noch. Afghanistan ist immer noch kein Kriegsland, sondern ein sicheres Drittland. Es gibt nur einige Ecken, wo Krieg ist. Die Abschiebung nach Afghanistan ist auch nur ausgesetzt. Vorübergehend, bis man mit den Talibans gesprochen hat. Und Albanien ist natürlich auch ein sicheres Drittland. Und damit gehört Eva eigentlich zu den Leuten, die wir so laissez-faire die Wirtschaftsflüchtlinge nennen. Was willst du überhaupt hier bei uns? Deine Tochter ist doch nur krank. Ja, selber schuld, wenn du in Albanien geboren bist. Wir haben das vorher besprochen, ich darf das so sagen. Ja. Aber damit mache ich Ihnen mal deutlich, was hier passiert bei Menschen. Gibt es in Albanien, hätte es da keine Hilfe für deine Tochter gegeben? Leider sind nicht viele Möglichkeiten im Krankenhaus. Nur in Albanien muss alles selbst kaufen und ins Krankenhaus bringen. Und ist sehr schwer. Ist sehr, sehr schwer. Deswegen ist es gut, dass du hier, ja, Gott sei Dank, Hilfe für deine Tochter gefunden hast und damit auch glücklich bist. Aber ich habe Eva auch gefragt, was macht dich traurig hier in deinem Leben, in deinem Arbeiten in Deutschland? Naja, hier, ich habe viel gehört, weil in unserer Initiative in Vico Müller, in Mosaik und in Flumi. Wir hören jeden Tag verschiedene Schwierigkeiten hier. Das macht mir sehr schlecht und sehr, sehr unten von Moral, wenn ich höre, die Leute hier in Deutschland Schwierigkeiten haben. Und das ist gelinde ausgedrückt. Eva hat die Familie Himmerlei begleitet. Die Familie Himmerlei ist, glaube ich, 3 oder 4 Tage vor Weihnachten abgeschoben worden. Eine albanische Roma-Familie. Eltern, die, ich glaube, so alt sind wie du, Ende 30, Anfang 40, die nie eine Schule gesehen haben, die die Chance hatten, weil sie ja, bitte erlauben Sie mir dieses Wort, Zigeuner sind. Die Kinder haben in ihrer Heimat auch nie die Schule gesehen. Sie sind 2018, 2019 nach Deutschland gekommen. Dann kam die Pandemie, da sind sogar die Kinderzwillinge in die Schule gegangen. Bald stellte die Lehrerin fest, dass das Mädchen geistig behindert ist
und einen geistigen Entwicklungsstand von einer 8-9-Jährigen hat. Keiner schützte die Familie. Von Abschiebung bedroht kamen sie, als sie zu Diakonie ihr Ticket holen sollten, voller Angst zu uns und baten um Hilfe. Und die Lehrerin der Schule hat angerufen, hat gesagt, ihr müsst doch dieser Familie helfen. Fast ein halbes Jahr ist Eva zum Teil täglich mit der Familie unterwegs gewesen. Aber wie es bei solchen Menschen passiert und vor allen Dingen bei Kindern und jungen Mädchen, die geistig behindert sind, das kennen manche Sonderschüler, Sonderschullehrer, die suchen nach Liebe. Und manchmal finden sie die bei den falschen Männern. Und so wurde auch Juliana geschwängert. Im 4. Monat schwanger wurde sie, nachdem wir über 3 Monate lang von einer Therapeutin ein Attestat nochmal bekommen haben, dass sie im Entwicklungszustand einer 9-Jährigen ist, willkürlich an dem Tag, wo wir ein Gespräch mit der Ausländerbehörde haben, morgens um 6 abgeschoben. Du hast bitterlich geweint. Ja. An diesem Tag haben mir angerufen, eine Bekannte von der Familie und hat von mir gesagt, oh, ich war sehr traurig für diese Mädchen, weil sie war. Ja, ich habe danach Marianne angerufen, aber haben sie nicht geschafft, hier zu bleiben, diese Familie. Genau heute vor einer Woche ist das Kind geboren. 250 Euro brauchte es wieder, damit die Entbindung vonstatten ging, weil seit der Abschiebung bis zur Geburt hatte das Mädchen Blutungen durch den Schock des Fluges. So ist es. Sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Was würdest du, wenn du jetzt, man nimmt sich ja manchmal so einen Coach, einen Trainer von außen, du lebst ja erst 7 Jahre in Deutschland, bist noch ein bisschen, schaust manchmal von außen auf unser Land. Wenn du jetzt die Frau Reker beraten würdest, unsere Oberbürgermeisterin, welchen Rat würdest du ihr geben wollen? Ja, zuerst die Aufenthaltstitel für die Leute hier müssen bleiben und Integration machen. Und die zweite, viele Leute möchten hier arbeiten und haben keine Arbeitserlaubnis hier. Viele kommen bei uns und sagen, ich möchte arbeiten, warum ich kriege die Geld von Amt? Ich möchte selbst diese Geld verdienen. Aber leider haben keine Arbeitserlaubnis. Für diese, ich möchte diese für Flüchtlinge machen. Wählen wir Eva zur nächsten Oberbürgermeisterin, dann kriegen die Leute eine Arbeitserlaubnis. Es ist wirklich fatal, diese Situation. Eva, vielen Dank für diesen Impuls. Und wir müssen es weitertragen in die Welt. Eva arbeitet übrigens jetzt mit einer halben Stelle in einem wunderbaren Projekt der Diakonie. Ja, ich bin seit 1. Februar Brückenbauerin Palliative Care. Wir sind 8 Leute, wir sprechen 12 Sprachen. Ich begleite Leute von Albanien, Italien und Spanien, weil ich spreche diese 3 Sprachen. Wir helfen die Leute Schwierigkeiten in Kommunikation mit Arzt, für Antrag für Schwerbehinderungsausweis, Pflegegrad, alles was sind für, mit Gesundheit. Ja. Vielen Dank. So ist es eine Geschichte, wenn man Möglichkeiten gibt. Und wir haben Eva kennengelernt, als sie sagte, ich will Kontakt zu Deutschen haben, um mit Deutschen sprechen zu können. Eva ist ein Teil von unserem Mosaik Köln-Mühlheim, von der Flüchtlingsinitiative, die wir da haben und begleitet viele Menschen. Danke schon mal für deinen Impuls. Und so machen wir weiter mit dir zusammen und mit vielen anderen aus unserer Initiative.
Krieg ist immer ein Ausdruck von menschlicher Schwäche. Neid, Gier und Habsucht, das sind die größten Sünden unserer Menschheit. Und gegen die müssen wir aufstehen. Auch wir, die wir so etabliert sind, aufstehen, mutig gehen, mutig sein, mutig bleiben, um Gottes Liebe in die Welt zu tragen, wie uns die Heilige Schrift eigentlich als Auftrag gibt. Nicht eigentlich, sondern wirklich als Auftrag gibt. Und wenn wir diesen Text ernst nehmen, die Botschaft von dir, Eva, ernst nehmen, dann können wir eigentlich Vertrauen haben. Dann dürfen wir Vertrauen haben. Und dann brauchen wir gar keine Angst vor den Flüchtlingen haben, den sogenannten Flüchtlingen. Ich nenne es ja gerne Völkerwanderung, aber der Krieg ist natürlich keine Völkerwanderung, sondern wirklich ein Akt des menschenunwürdigen Begehrens, dem wir aufstehen müssen, gegen den wir aufstehen müssen und uns auflehnen müssen. Ja, zwei Dinge möchte ich noch sagen. Zum Thema Vertrauen und Verantwortungsentwicklung. Nämlich, liebe Freunde, es gibt noch zwei Dinge, Vertrauen und Verantwortung. Die bedarf es wirklich im Umgang mit unseren Ressourcen der anderen Länder. Das betrifft unser Einkaufsverhalten, das betrifft unser Umgang mit den Ressourcen und B, im Umgang mit den Menschen, die hier sind. Sie sind nicht unsere Feinde. Und wir brauchen keine Angst haben, dass sie dir und mir eine Ressource wegnehmen. Sondern die Heilige Schrift sagt uns, sie sind ein Teil unserer Familie, unserer Menschenfamilie. Und wir dürfen sie so annehmen, wie meine Bruder, wie meine Schwester, wie meine Tochter, wie mein Mann, wie meine Mutter. Und so versuchen wir es zum Beispiel auch in Mosaik Köln-Mühlheim oder in Pfingst-Höhenberg in unserer Flüchtlingsfamilie, in unserer Flüchtlingsinitiative. Ein Beispiel, meine Handynummer haben all die Leute, die irgendwann mal in der Lebensmittelausgabe in Mühlheim waren. Bis heute ist sie so gut wie nie missbraucht worden. Das heißt also, das Vertrauen, was ich den Menschen schenke, kommt eigentlich immer viel größer zurück. Und genau das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie Mut haben, dieses Vertrauen zu schenken und zu geben. Zwischen uns beiden ist es gewachsen und zurückgekommen und größer geworden und zwischen vielen anderen Menschen. Und wenn wir gleich Mahl halten, und Gott uns zu seinem Tisch einlädt, ja, den Liebestrank uns gibt, das Liebesmahl uns gibt, dann ist das die Kraftquelle, die wir haben, um Vertrauen zu leben, um Verantwortung zu tragen, um gegen Hass, Gewalt, Habgier und Krieg anzugehen, ja. Und dann heißt es, wenn wir heute Muttertag haben, obgleich ich diesen Tag durch seine Entwicklungsgeschichte auch schwierig finde bei uns, dann heißt es, diese Liebe den Menschen zuteil werden zu lassen, einander zu schützen und zu lieben. Liebe Gemeinde, lasst uns dankbar sein, dass wir dieses Fest der Liebe, das Liebesmahl hier gleich einander feiern können und dürfen. Die Liebe Gottes, die uns erfüllt, und lasst uns dann aus dieser Erfüllung heraus heute und morgen und übermorgen in unsere Stadt hineingehen, in die Welt hineingehen, davon erzählen und danach handeln und die Liebe verschenken. Amen.
Die Hoffnung trägt ein Totenkleid. Die Liebe hat sich ausverkauft und unsere Augen sehen Leid. Wie lange schweigen wir uns aus? Das Herz der Welt schlägt längst nicht mehr. Das Mitleid spricht kein Sterbenswort und unsere Augen blicken leer. Wie lange schweigen wir uns aus? Wie lange schweigen wir und geben dem Ende recht? Wie lange schweigen wir und warten, dass der Himmel spricht? Wie lange schweigen wir? Wie lange schweigen wir uns aus? Die Welt gerät schon aus dem Lot, kein Körnchen Wahrheit macht uns satt und unsere Augen bleiben tot. Wie lange schweigen wir uns aus? Wie lange schweigen wir und geben dem Ende recht? Wie lange schweigen wir und warten, dass der Himmel spricht? Wie lange schweigen wir? Wie lange schweigen wir uns aus? Jetzt kommt das Gegenteil vom Schweigen, nämlich das, was an die Predigt anknüpft, die Aktion, das Handeln. Denn es ist ja gut, wenn wir alle jeweils das tun, was uns möglich ist. Das, was wir geschenkt bekommen an Kraft, wenn wir das weitergeben. In unserer evangelischen Kirchengemeinde Köln-Klettenberg ist es zum Beispiel so, dass 9 Menschen aus der Ukraine im Moment in Gemeinderäumen untergekommen sind. Und 2-mal in der Woche gibt es hier an der Johanneskirche das Café Ukraine als Begegnungscafé. Und wenn ich in die Reihen schaue, dann kenne ich manche Menschen, wo Geflüchtete aus anderen Ländern untergekommen sind und die aktiv geworden sind. Großartig. Ja, und zum Aktivwerden gehört auch das Kollekte geben, das Geld spenden. Und an dieser Stelle bitte ich jetzt Vasili Buhai zu mir und Marianne Arndt. Sie können jetzt schon, Sie sehr gerne kommen, das passt super. Ich mache hier schon mal höher. So. Weil wir heute nämlich für 2 Zwecke sammeln, weil wir gesagt haben, die ergänzen sich gut. Und ich finde es großartig, ich kenne Sie, glaube ich, als Kaffeebetreiber vom Café 333 hier in Sülz. Und heute sind Sie hier für die Ukraine-Hilfe Köln. Ja. Wenn Sie nah rangehen, dann hören alle gut. Guten Tag, ich bin aus Ukraine. Ich bin hier in Köln wie Gastarbeiter gekommen. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so. Wir verstehen Sie gut. Also, ich war früher hier vor dem Krieg und am einen Morgens, wenn
Meine Tochter rief mich an und sagt, Papa, ist Krieg in unserer Heimat. Das war die schwerste Zeit in meinem Leben. Kann mich jedens verstehen, schätzen jedens Mensch, was bedeutet Frieden, wenn kommt ein Krieg. Mhm. Und das, an der Zeit verstehst, was das bedeutet. Ja. Ja. Und für unser Land ist die schwerste Zeit überhaupt, die die Menschen in der Ukraine ist so nett und für gastfreundlich für jeden. Und dann sind Sie aktiv geworden hier in Köln. Ich bin einfach, muss was tun und deswegen habe ich anbieten meine Freunde, deutsche Freunde, die hat mir die Möglichkeit gegeben, Sie noch mal näher rangehen, die Möglichkeit gegeben, dass es hier mit deutscher Hilfe und Hilfe nach Ukraine. Wir haben schon sehr viel gemacht. Bis jetzt haben wir 18 Transporte nach Ukraine geschickt. Das ist in Kiew, Dnepropetrovsk, Charkow, überall hat von uns schon Hilfe bekommen. Und auch in unserer Seite steht alle Bilder von das. Und wir sind sehr, sehr dankbar, ukrainische Volk, sehr, sehr dankbar, Deutsche, von eurer Hilfe und Unterstützung. Und ich finde es so großartig, dass Sie schauen, was wird benötigt. Viel medizinische Mittel werden benötigt, Hygienemittel, glaube ich auch. Alles Mögliche, Hygiene, medizinische Lebensmittel, alles Mögliche. Wir schicken sofort, wenn soweit alles in Griff ist. Ja, danke schön. Das unterstützen wir heute sehr, sehr gerne. Danke schön euch. Danke schön. Wir haben gesagt, das passt gut zueinander. Ein Teil unserer Hilfe geht in die Ukraine, um den Menschen dort zu helfen. Und ein Teil, der andere Teil, geht nach, zu Mosaik e.V., dem Verein in Köln-Mühlheim. Ja, also erstmal muss ich mich entschuldigen. Eben habe ich arg überzogen, sorry. Deswegen jetzt ganz kurz. Wir haben etwa in unserer Situation aktuell 150 Familien, die wir als ehrenamtliche Organisation zum Teil rechtlich, zum Teil ideell begleiten. Das heißt, wir brauchen immer mal wieder freies Geld, um Geflüchteten auch zu helfen, dass sie hier bleiben können. Wir brauchen schon mal Geld, zum Beispiel jetzt hat ein afghanischer Flüchtling wieder kein Geld vom Jobcenter bekommen. Behindertes Kind, Familie hat Hunger, natürlich habe ich gestern 200 Euro gegeben, damit er satt wird. Das sind freie Mittel, die wir brauchen und dafür ja, sind wir sehr dankbar oder eine Familie, die wieder einen Rechtsanwalt braucht, wo wir gute Hoffnung haben, nach 4 Jahren sollen die abgeschoben werden. Ein Monat fehlt, dafür brauchen wir einen Rechtsanwalt, 7.000 Euro mit allen Kosten zusammen, was ein Blödsinn. Aber wenn es hilft, die Familie hier zu behalten. Also das sind so Dinge sonst. Und ich weiß, das sind zwei Beispiele. Ich habe schon mal so eine Aufstellung gesehen mit ganz konkreten Beispielen. Mosaik Mühlheim ist so breit unterwegs. Ich weiß, du könntest jetzt noch ganz viele Beispiele nennen. 4 Familien suchen wir Kirchenasylplätze. 3 habe ich gefunden, meistens bei den kleinen Freikirchen. Meine Kirche hat zu wenig, ich sage jetzt nichts was, und die Großen, also kostet auch alles Geld. Gut, vielen Dank, Marianne und Mosaik Mühlheim. Zu anderen Zeiten gäben wir jetzt den Klingelbeutel durch die Reihen. Wir haben heute entschieden, dass wir am Ausgang sammeln. Da stehen Menschen mit den Sammelkörbchen. Und wenn hinterher das Kirchencafé vor der Kirche ist, dann verkünden wir draußen, was an Spenden zusammengekommen ist, damit euch das gut motiviert. Und ihr seid ja eh schon motiviert, das weiß ich. Und euch am Livestream werden die Möglichkeiten zu überweisen eingeblendet. Wir bitten euch herzlich um direkte Überweisung, gern mit dem Stichwort Beatmesse, an die beiden Initiativen und Vereine. Ja, mit dem nächsten Lied stimmen wir uns auf das Abendmahl ein. Diejenigen, die
an anderen Orten mitfeiern können. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein Stück Brot bereitlegen und ein Getränk zum Abendmahl und dann schnell wieder zurückkommen. Denn das nächste Lied finde ich so schön von Ruchama, Komm näher, Friede, weil ich da immer dieses Bild vor Augen habe, dass wir den Frieden locken mit dem nächsten Lied. Ich habe da vor mir so eine geöffnete Hand, kennst du auch noch nicht die Geschichte, Thomas, ne? Habe da vor mir so eine geöffnete Hand vor Augen, in der so ein paar Körner liegen für so eine Friedenstaube und jetzt sagen wir so, komm näher, Friede, komm doch, komm. Und das singen wir jetzt. Wir feiern jetzt zusammen Abendmahl und bei uns in der evangelischen Kirchengemeinde Köln-Klettenberg sind alle eingeladen. Dazu gehört, dass alle in der Kirche eingeladen sind, alle, die ihr am Livestream mitfeiert, ihr seid herzlich eingeladen, dort das Mahl mitzufeiern, wo ihr jetzt seid. Alle Kinder sind eingeladen, alle Jugendlichen, alle Erwachsenen, Menschen aller Konfessionen, aller Traditionen, denn Jesus hat sich über jeden gefreut und über jede, die sich zu ihm an den Tisch gesetzt haben. Und jetzt, Schwestern und Brüder, steht auf, steht wirklich auf, denn
Pater Dietert betet mit uns gemeinsam. Du, unser Gott, wir sind oft sprachlos, wenn wir das eine Wort sagen sollen, das Menschen heilen kann. Wir sind oft ratlos, wenn wir den einen Schritt tun sollen, der unhaltbare Zustände beseitigen kann. Die Welt, in der wir leben, trennt zwischen Reich und Arm, mächtig und ohnmächtig, oben und unten. Die Welt, in der wir leben, ist voll von Unrecht und Unterdrückung. Um dagegen bestehen zu können, um dagegen anzugehen, feiern wir das Fest mit Brot und Wein. Feiern wir Jesus, der mit allen teilt. Mit ihm ist in dieser Welt ein Anfang von Umsturz. Wir danken dir für diesen Namen. Denn da waren Menschen blind vor Rechthaberei und Buchstabentreue. Er sagte: Seht mit meinen Augen. Da gingen ihnen die Augen auf. Da waren Menschen taub vor hohlen Phrasen und immer wiederholter Lehrformen. Lehrformeln. Er sagte: Hört mit meinen Ohren. Da verging ihnen Hören und Sehen. Da waren Menschen lahm und müde von stets neuer Enttäuschung und Vergeblichkeit. Er sagte: Geht auf meinen Wegen. Da folgten sie ihm nach. Er sagte: Steht auf, denn auch ich lebe inmitten des Todes. Da machten sie Aufstand. Und deshalb feiern wir Jesus, feiern wir sein Fest mit Brot und Wein. Wir tun es jetzt zeichenhaft, was er wirklich getan hat. Denn ihn hat sein Tun das Leben gekostet. Menschen zum Durchblick zu verhelfen, Menschen einen neuen Klang verstehen zu lehren, Menschen zur Umkehr der Werte zu bewegen, das störte allzu sehr die Großen und Mächtigen. Er aber fasste sein ganzes Leben in einem einfachen Zeichen zusammen, in Brot und Wein, als er mit seinen Freunden das Abschiedsmahl hielt. Lass ihn, so bitten wir dich, du unser Gott, in diesen heiligen Zeichen von Brot und Wein mitten unter uns wieder lebendige Wirklichkeit werden. Denn ihr wisst ja, was damals geschah in der Nacht, in der Jesus sein Leben hingegeben hat. Da nahm er das Brot. Er dankte Gott und brach es. Und er gab es den Seinen, allen, die bei ihm waren, und sprach: Nehmt, esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und dann nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott wiederum, gab ihn denen und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist,
zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und als Tischgebet sprechen wir das Abendmahl, das Vaterunser zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden können wir uns jetzt gegenseitig zusprechen, indem ihr euch nach links und rechts wendet, nach vorne und hinten. Euch am Livestream wünschen wir auch von ganzem Herzen Shalom, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Und dann haben alle, die in der Kirche sind, haben ein Glas bekommen mit Brot und Weintraube zum Abendmahl. Das nehmen wir jetzt in die Hand. Und da, wo ihr feiert, könnt ihr jetzt auch Gottes gute Gaben genießen. Denn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Kelch der Freude, der Kelch des Heils. Wir genießen Gottes gute Gaben. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, du Gott, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen. Unser ganzes Leben. Wir tragen unser ganzes Leben zu dir. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, du Gott, trag uns wie kostbaren Wein. Wir bringen unsere große Sehnsucht. Wir bringen unsere große Sehnsucht vor dir. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein. Wir halten unsere ganze Welt. Wir halten, wir
wir halten unsere ganze Welt dir hin. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, du Gott, trag uns wie kostbaren Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, wie Brot, trag uns wie kostbaren Wein, wie Wein. Du Gott, trag uns auf Händen wie Brot, du Gott, trag uns wie kostbaren Wein. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte und seine Wahrheit und sein Frieden, die wären ewiglich. Wir kommen jetzt zu den Fürbitten. Die Friedensglocke, die trägt unsere Fürbitten heute ganz weit, und ich glaube, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr zu den Fürbitten aufstehen mögt oder sitzen bleibt. Dear God, I'm praying for your protection and peace in Ukraine. On behalf of my nation, I'm asking you to stop what man has commenced. Lieber Gott, ich bitte um deinen Schutz und deinen Frieden für die Ukraine. Im Namen meines Volkes bitte ich dich, zu beenden, was der Mensch begonnen hat. Comfort us, gift us with peace in our hearts. Take away the fears and don't let us get discouraged. Tröste uns, beschenke uns mit Frieden in unseren Herzen. Nimm uns die Ängste und die Entmutigung. And I also pray for the triumph of truth over lies. Und ich bete dafür, dass die Wahrheit über die Liebe gesiegt. Über 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg in Syrien leben mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge allein im Libanon in Lagern und Notunterkünften. Sie haben Angst, dass sich ihre Situation durch den Krieg in der Ukraine weiter verschlechtert. Gott, schenke ihnen neuen Mut und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Menschenrechte und Völkerrechte werden weltweit für wirtschaftliche und machtpolitische Interessen missachtet und verraten. Gott, schenke uns den Mut, Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen einzufordern. Gott, eine große Zahl von Kriegsflüchtlingen
aus der Ukraine sucht Zuflucht bei uns. Im Unterschied zu früheren Flüchtlingsbewegungen vorwiegend Frauen und Kinder. Verglichen mit Flüchtlingen aus anderen Ländern haben sie es rechtlich einfacher in der EU. Wir möchten sie nach Kräften unterstützen. Dabei wollen wir aber auch die Flüchtlinge aus anderen Weltgegenden nicht vergessen. Flüchtlinge erster und zweiter Klasse unterscheiden wollen wir nicht. Du, unser Gott, bitte stärke die Herzen aller Mütter und aller Väter, die sich um ihre Kinder sorgen. Gib uns die Zuversicht, dass unsere Kinder die Kraft zur Versöhnung suchen und finden. Gib uns allen die Zuversicht, dass es sich lohnt, den Frieden vorzuleben. Segne uns Gott, der Vater, Gegenwart im Herzen der Schöpfung, der Sohn, Hoffnung, die die menschlichen Wesen beseelt in der Nacht, der Geist, lebendiger Funke im Geheimnis jeden Seins, heute und immer. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht freundlich auf dich und er schenke dir und der ganzen Welt seinen Shalom, seinen Salaam, seinen göttlichen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott segne die Erde, auf der ich lebe. Segne den Weg, auf dem ich stehe. Segne all das, was ich erlebe. Segne das Ziel, zu dem ich gehe. Gott segne die Lieben, die mich begleiten. Segne den Mund, der zu mir spricht. Segne die Zeit für Kleinigkeiten. Segne mein Herz mit Zuversicht. Gott segne die Sonne, den Mond, die Sterne. Segne den Tag und auch die Nacht. Segne den Freund in weiter Ferne. Segne all das, was Hoffnung macht.
und segne die Erde, auf der ich lebe. Segne den Weg, auf dem ich gehe. Segne all das, was ich erlebe. Segne das Ziel, zu dem ich gehe. Gott segne die Liebe, die mich begleiten. Segne den Mund, der zu mir spricht. Segne die Zeit für Kleinigkeiten. Segne mein Herz mit Zuversicht. Gott segne die Sonne, den Mond, die Sterne. Segne den Tag und auch die Nacht. Segne den Freund in weiter Ferne. Segne all das, was Hoffnung macht. Segne den Freund in weiter Ferne. Segne all das, was Hoffnung macht. Am Ende steht der Dank. Danke für manche gemeinsam vergossene Träne in dieser Bietmesse. Danke für alles gemeinsame Lachen in dieser Bietmesse. Für alles, was wir zusammen geteilt haben. Und ich habe zwei Blumensträuße des Dankes heute gebunden. Ich dachte, passt zum Muttertag, so Blumenstrauß des Dankes. Der erste Blumenstrauß für diejenigen, die uns Erfahrungen und Texte mitgebracht haben und die Predigt mitgebracht haben. Danke an Elina Pocotillo, an Vasili Buhai, an Eva Zera, an Gemeindereferentin Marianne Arndt, an Pater Diethardt und danke auch an dieser Stelle schon mit rein für die himmlische Musik an Ruchama. Danke euch allen. Der zweite Blumenstrauß des Dankes an so viel organisieren und durchführen, an das Projektteam Bietmesse für Konzept und Texte, an euch Konfirmandinnen und Konfirmanden als Team des Tages, an Presbyterinnen und Presbyter, an das Weltladenteam, an Küster Thomas Herse, an das Technikteam von Ruchama und von Goldblick TV für guten Ton und Livestream. Und danke jetzt schon an das Damenmahl fürs Kirchencafé mit frisch gebackenem Kuchen gleich. Danke euch allen. Die nächste Bietmesse ist im September, 25. September. Wer sich das nicht merken kann, so wie ich, geht auf die Seite www.bietmesse.de, schickt kurz eine Mail, dann bekommt ihr den Newsletter. Oder die in der Kirche sind, kommen draußen an den Bietmessenstand, tragen sich handschriftlich in die Listen ein, dann werdet ihr informiert. Denn nach der Bietmesse gibt es endlich mal wieder ein Kirchencafé, noch nicht das große Mittagessen unten im großen Saal, aber vor der Kirche bei strahlendem Sonnenschein seid ihr alle eingeladen zu Getränken. Und das Damenmahl hat gesagt, wir backen den Kuchen so frisch, wir treffen uns früh morgens. Die haben die ganze Zeit unten gebacken, aber auch alles mitbekommen aus der Bietmesse, konnten dabei mitfeiern. Auf dem Liedblatt stehen Hinweise zu den Ständen, die euch draußen erwarten. 2,5 Jahre hatten wir keine Stände nach der Bietmesse, deswegen schaut da vorbei, unterstützt bitte den Weltladenstand. Fairer Handel war ein Thema in deiner Predigt, Marianne, den Weltladenstand. Dort gibt es auch ganz neue Friedensgrußkarten. Ursula Vogt-Pfeil hat als Künstlerin gesagt, ich gestalte Unikate, spende das Geld für einen guten Zweck. Der Ruchama-Stand mit brandneuer CD, die ist so brandneu, dass ihr aufpassen müsst, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Die ist, glaube ich, echt ganz frisch aus der Presse. So ist es.
liegt rechts auf dem Stand. Kommen gleich immer alle und fragen, wo liegt sie denn? Sie liegt rechts. Beatmessenstand mit Beatmessenwein, damit unterstützt ihr die Beatmessenarbeit. Und zum Beispiel auch eine Infoschrift zur Friedensglocke. Die lohnt sich wirklich mitzunehmen dort, weil die Friedensglocke ja so ein bewegtes Leben hat. Für euch am Stream blenden wir die Kontoverbindungen jetzt nochmal ein, damit ihr Mosaik e.V. und Ukraine Hilfe Köln unterstützt und euch in der Kirche bitten wir, ganz tief in die Tasche zu greifen, um Menschen in der Ukraine und Menschen hier in Köln zu unterstützen. Bleibt gut behütet. Wir lassen die Beatmesse heute in aller Ruhe nachklingen und ausklingen. Rucham hat gleich 4 Lieder für uns mitgebracht, wie schön, die wir jetzt genießen dürfen. Den Heimatlosen
der Beginn einer neuen Welt. Keine neue Welt, die den Himmel verspricht. Keine neue Zeit, die das Heute vergisst. Eine Welt, die Leben lässt. Ihr seid den hoffnungslosen Licht, der Beginn einer neuen Welt. Keine neue Welt, die den Himmel verspricht. Keine neue Zeit, die das Heute vergisst. Eine Welt, die Leben lässt. Vielen Dank. Hab Dank, das ist ja ein Lied, das wir euch zugesungen haben und in dem ihr mitsingt, mitgesungen habt, habt das auch uns zugesungen und dann sind wir durch das gemeinsame Singen verbunden. Ich will kurz ein Wort sagen, dann kommt das nächste Lied noch. Unsere neue CD ist überschrieben Ruach, Atem meiner Lieder. Und ich erfahre heute, und das ist so wunderschön hier gemeinsam in der Kirche, mit allen, die auch am Stream sind dabei, aber hier dieses Miteinander zu erfahren und was wir jetzt in den letzten über 70 Tagen mit ansehen, mitbekommen müssen, ist das eine. Das andere ist so eine Zeit von Pandemie, von Abständen, von möglicherweise nötiger Distanz. Und für mich und für uns ist heute so erfahrbar, was es bedeutet, gemeinsame Lieder zu haben, gemeinsame Lieder zu singen. Und der Untertitel dieser neuen CD, Meditative und kontemplative Gesänge, erzählt davon, was es sein kann, was uns alleine für uns trägt. Und das ist auf der CD zu hören. Wie schön es ist, gemeinsam zu singen, zu atmen, zu leben, zu musizieren. Und dann kann es heißen, welch ein Tag, welche Freude, und so heißt unser nächstes Lied.
dass du mich siehst. Mich ganz schnell kleiden und laut schreien, mich drängen durch die Menge zwängen, mich Staub aufwirbelnd selbst kasteien. Dass du mich ansiehst, ist mein großer Traum. Man sagt, dass dein Blick Leben wenden kann. Ich hab's, ich steig auf einen Maulbeerbaum und dann kommst du und siehst mich an. Welch ein Tag, welche Freude, welch ein Staunen, welch ein Glück. Ich lieb mit dir, geht weiter und ich will nie mehr zurück. Welch ein Tag, welche Freude, welch ein Staunen, welch ein Glück. Mein Weg mit dir geht weiter und ich will nie mehr zurück. Was kann ich tun auf deiner Spur? Die Augen öffnen, hinsehen, teilen. Parteilich Kleingemachten beistehen und helfen, dass wir Wunden heilen. Dass du mich ansiehst, war mein großer Traum. Es hieß, dass dein Blick Leben wenden kann. Du holtest mich von jenem Maulbeerbaum aufs neue Film mein Leben an. Welch ein Tag, welche Freude, welch ein Staunen, welch ein Glück. Mein Weg mit dir geht weiter und ich will nie mehr zurück. Welch ein Tag, welche Freude, welch ein Staunen, welch ein Glück. Mein Weg mit dir geht weiter und ich will nie mehr zurück. Staunen, welch ein Glück. Mein Weg mit dir geht weiter und ich will nie mehr zurück. Welch ein Tag, welche Freude, welch ein Staunen, welch ein Glück. Mein Weg mit dir geht weiter und ich will nie mehr zurück. In unserem bewegten Sing-Out noch ein letztes Lied. Diese Beatmesse als liturgischer Raum, diese Johanneskirche als Ort, hat über lange Jahre Ruchama und Dieter Zils und Uwe Seidel und Hans-Dieter Hüsch zusammengebracht. Und das letzte Lied, das wir jetzt singen, überschrieben Utopie. Ein Text von Hans-Dieter Hüsch. Wir laden ein, zu hören, zu singen, mitzubeten und als Utopie den Anbeginn einer neuen Wirklichkeit, die schon begonnen hat, es ist unter uns zu begreifen. Und in dem Sinne sehe ich ein Land mit neuen Bäumen. Genau, und dann hören wir gleich, singen mit, innerlich und äußerlich. Und dann bleiben wir noch einen Moment sitzen, weil dann nämlich der Ausklang kommt, für die am Livestream dabei sind. Und dann kommt das Tontechnik- und das Bildtechnik-Team rein. Und dann schließen wir gemeinsam ab. Die Utopie kommt jetzt.
Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich höre ein Herz, das tapfer schlägt, in einem Menschen, den es noch nicht gibt. Doch dessen Ankunft mich jetzt schon bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von uns. Spannendem Gewebe. Und Freunde, glaubt und seht, sie hält. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt. Mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene, dass jeder jeden in die Arme nimmt. Mein Sterbensbrot und meine Lebenskantilene, dass jeder jeden in die Arme nimmt.